Hallo Gemeinde, frisch geparkt und jetzt geht's los hier auf ein sehr schönes Stück Natur. Das ist menschgemachte Natur. Das war früher der Standortübungsplatz Gut Pollen oberhalb von Kupferdreh, als die Roland-Kaserne noch oberhalb des Baldeneysees stand. Das ist lange her, 1982 bis 1986 tat ich hier Dienst. Einige der alten Wege sind heute noch vorhanden. Wege, die wir als Soldaten gegangen sind, die unsere Rekruten gegangen sind. Es gibt sogar noch Stellen, wo wir geschanzt haben, wo es Kampfstände gibt und Schützenmulden oder zumindest Reste davon. Dahin nehme ich euch heute mit auf diese Ausgabe von Wikingers Wege. Ich denke, man erkennt nicht wirklich, wie steil dieser Weg ist. Aber für Rekruten, die wenig sportlich waren, war dieser Anstieg mit Panzerfaust oder Maschinengewehr, beides so zwischen 9 und 11 Kilo, eine ordentliche erste Herausforderung. Hier wurde einiges gekeucht. Es geben sich immer wieder wunderschöne Blicke. Schon früher im Dienst habe ich gemocht, wenn es ins Gelände ging, weil es hier oberhalb von Kupferdreh doch ausgesprochen schön ist. Alles das, was ihr hier seht, war früher bei 36-Stunden-Übungen der Sicherungsbereich des ersten Zuges. Und wir Ausbilder freuten uns sehr darauf, auf die 36er, weil das war die längste Übung überhaupt im Quartal. Und die Soldaten fürchteten sie ein bisschen, aber wir hatten sie auch ein bisschen heiß gemacht, dass sie wussten, was sie erwartet. Schlaflose Nächte, wenig Essen, Kälte und Aufmerksamkeit im Kampfstand. Wie so ist im dunklen Wald? Hier geht man natürlich auf Pfaden durch, nämlich den breiten Weg. Also ein bisschen weiter links geht es einen Schotterweg hinein und dort brachte dann der Spieß Frühstück und Abendessen. Der eigentliche Weg war hier, links von diesem Weg, etwa an dieser Stelle und rechts an dieser Stelle. Das waren so ungefähr die einzigen Flächen, auch damals schon. Ich spreche jetzt von Mitte der 80er Jahre. Hier haben wir unser Zugzelt hingestellt und das war so die Anlaufstelle für uns alle. Es ging ja nicht zuletzt auch um Ausbildung, das heißt, die Soldaten mussten Leistung bringen und wir mussten die natürlich auch in Leistungsnachweisheften dokumentieren, mit anderen Worten. Das war auch so ein bisschen wie Lehrerzimmer. Und jetzt weiter. So, und hier kommen wir schon zu einem Rest von einem Kampfstand. Diese Mulden, ich weiß nicht, ob man es erkennt, die kann man hier auf Gut Pollen überall finden, dort auch, wo dieser Ast liegt. Das sind ehemalige Schützenmulden und Kampfstände und von dort drüben kam dann die Feinddarstellung. Hier wurde gemeldet und die Kameraden kamen dann von hier durch den Wald gerannt und haben dann die Sicherungslinie verstärkt. Also alle diese flachen Mulden sind mit Sicherheit nicht natürlich entstanden, sondern menschgemacht und waren Kampfstände und Schützenmulden des ersten Zuges. Das Schöne ist, heute ist noch alles fast wie damals. Klar, die Topografie verändert sich kaum und die Bundeswehr steht ja im Ruf, die Geländeteile, die sie benutzt, auch ordentlich zu pflegen und das war bei uns nicht anders. Insofern gab es auch damals hier Stellen, wo es dann Kröten und anderes Kleingetier gab, die man in der Umgebung nicht so ohne weiteres finden konnte. Damit wurde einiges erhalten, was anderswo an Pflanzen oder auch an Tier nicht mehr vorhanden war. Hier wird übrigens auch geritten und Mountainbike gefahren und es hat letzte Tage ein bisschen geregnet. Ich habe nicht gerade das grobstolligste Schuhwerk an, wenn auch festes. Muss ich ein bisschen aufpassen. So, hier begab sich eine sehr lustige Situation. Ziemlich genau hier muss es gewesen sein, wo unser Hauptmann Haber, ein lustiger kleiner Mensch, schwarze Haare, abstehende Ohren, BMW 3er mit, haltet euch fest, so Jaguar-Aufklebern. So, ihr kennt diese hässlichen, aufgeklebten Tattoo-Jaguare. Ja, sowas hatte er unter seinen Türgriffen. Jedenfalls hier ungefähr stand dieser kleine Hauptmann Haber und wollte meinen Kumpel Stabsunteroffizier Paschen, Helmut Paschen, rufen. Und er fand ihn nicht. In einem dieser Bäume über mir hatte der Helmut seine Beobachtungsposition eingenommen und wollte sich natürlich nicht zu erkennen geben, denn dort unten irgendwo gab es Feinddarstellung
Und hier stand also der kleine Hauptmann und rief: Stabsunteroffizier Paschen! Stabsunteroffizier Paschen! Wo sind Sie? Melden Sie sich! Und Helmut saß, wie gesagt, in einem dieser Bäume über ihm, wollte erst nichts sagen. Und da oben waren wir alle und lachten schon. Und Helmut ließ plötzlich sein durchaus markerschütterndes Stimmchen erschallen und rief: Paschen mit schnellem A! Ich glaube, 100 Soldaten haben da lachend auf dem Boden gelegen. Eine kleine Anekdote von Hauptmann Haber und Stabsoffizier Helmut Paschen. Schöne Grüße nach Homberg in dem Zusammenhang. Na, lohnt es hier durch den Wald zu laufen oder nicht? Da oben, wo ihr jetzt den Höhenrücken seht, da parke ich und da habe ich vorhin mit meinem Weg angefangen. Das heißt, ich habe jetzt schon bestimmt 30, 40 Höhenmeter gemacht oder im Gegenteil verloren. Und das alles hier ist der Bereich des ersten Zuges gewesen. Das war alles unser altes Übungsgelände unter zum Beispiel Oberleutnant Hans-Jörg Pohl. In dem Zusammenhang schöne Grüße an den Starnberger See. Ich hörte, es hat ihn dorthin verschlagen. Man könnte eine schlechtere Gegend kommen. Auch wieder so eine Stelle. Hier haben wir damals Minensuche geübt. Der Weg hier hinter mir und vor mir sollte vermint sein. Und die Soldaten und der Ausbilder, ich weiß aber nicht mehr, wer es war, standen hier und schauten hier unten so in das Gebiet unter diesen Büschen. Und ich kam von da hinten, machte Dienstaufsicht, als ich glaube damals Stabsunteroffizier, kam hier vorbei und sagte: Was gibt's denn hier? Und die guckten alle so konzentriert und interessiert hier hin. Und es ging gar nicht um Minen, sondern der ganze Hügel hier, der ganze Wald, der ganze Boden war voller Feldmäuse. Und die hatten so Spaß daran, da haben die ganze Zeit Feldmäuse beobachtet, statt Minen gesucht. Naja, auch Soldaten sind nur junge Männer. Ich sollte hier mit einem MG aus einem Kampfstand heraus kurze Feuerstöße abgeben. Die Soldaten hatten die Aufgabe zu schätzen, wie weit entfernt das MG-Feuer ist. Und ja, wir hatten 12 Gruppen zu prüfen. Die kamen da ganz oben lang, wo jetzt die Sonne scheint. Und ich lag hier unten, genau in der Kurve, ungefähr an den beiden Bäumen, und hatte MG-Feuer zu simulieren. Also ich lag hier mit einem MG. Ja, und die Gruppen 11 und 12 werden kein MG-Feuer schätzen auf dem Zettel gehabt haben, denn der Unteroffizier Kirsch war kurz vorher von einem anstrengenden Marsch zurückgekommen und ist dann kurz vor Ende der Feinddarstellung eingeschlafen. Hat keiner gemerkt. Gut, die hatten jetzt vielleicht kein MG-Feuer auf dem Zettel, aber es hat ein bisschen gedauert, bis ich dann hier wieder wach geworden bin und dann war die Feinddarstellung auch schon zu Ende und dann konnte ich nach Hause marschieren, also sprich in die Kaserne. Dieser Weg ist heute sehr schön zu beschreiten. Zu Übungszeiten war der komplett, ich sage jetzt mal, vermint. Also dort drüben am Hang lagen wir und haben unsere Stellung zu sichern gehabt. Und von hier und durchs Tal kam meistens die Gruppe, die Feinddarstellung zu gehen hatte. Und die sollten uns ja angreifen. Das waren meistens ein paar Ausbilder und ein paar ausgewählte Rekruten. Und die kamen aber erstmal hier meistens den Weg runter. Und wir haben natürlich nichts Besseres zu tun gehabt, als hier Klingeldraht, versteckte Ladungen und kleine Minen anzubringen. Daran muss ich mich gerade mit Freude erinnern, als wir hier lang gehen. Immer wenn es dann hier gerumst hat oder eine Vorfeldbeleuchtung losging, wussten wir: Feinddarstellung im Anmarsch. Ich mag übrigens dieses ganze Gelände, dieses ganze Stückchen Natur, nicht nur weil ich hier früher Dienst getan habe, natürlich auch, weil ich mich an vieles erinnere, wie ihr auch hört, aber es ist einfach schön. Und es gibt hier so viele beeindruckende Geländeabschnitte, dass ich auch heute noch gerne hier spazieren gehe. Gleich kommen wir wieder an so eine Stelle. Denn was hier nach Wald aussieht, ist eigentlich gar keiner. Dahinter ist eine sehr schöne, sehr große Wiese. Ihr seht schon, hinter mir lichtet sich kein Wald mehr. Und ich drehe euch mal rum, dann kommt man hier so raus und dann öffnet sich einfach Wald und Gelände zu diesem Ausblick. Und wer das nicht als schön empfindet, dem ist irgendwie auch nicht mehr zu helfen. Ihr hört schon im Hintergrund, überall fließt es hier.
wenn sich die Kamera gleich schnell Richtung Himmel bewegen sollte, habe ich mich auf die Nase gelegt. Sehr seifig hier. So, da ist er. Aus diesem schönen Tal geht es gleich hinauf in einen sehr waldigen Abschnitt, den ich ebenfalls sehr mag. Seid gespannt. Hier endet die Straße und hier geht es dann wieder in den Wald. Das waren jetzt gerade vielleicht mal 300 Meter. Das einzige Stück Straße, das man hier begehen muss. Ihr hört schon hier neben mir, da rauscht der Bach. Nein, nicht Norwegen. Es ist ein Kupferweg. Das ist jetzt die Begleitmusik. Und seine Sinne und seine Füße zusammenhalten. Ist sehr nass. Wenn ich jetzt hinfalle, dann fallen die halt alle. Und hier macht der Weg gegenüber dem Bach einige Höhenmeter. Wir sehen uns dann oben. Na, Aussichten. Und da ganz oben, da muss ich noch rauf. So, fast habe ich die Höhe erreicht. Neben mir noch immer der Bach. Ihr seht schon, ich habe ein paar Meter Höhe gewonnen. Jetzt kommt mal eine schöne wilde Stelle. Sieht mal ein bisschen unaufgeräumt aus. Wo sich sicherlich irgendjemand hier um dieses Stück Wald kümmert. Ich kann mal aufpassen, dass ich mich hier nicht in den Schlamm pflanze. Aber ist es schön oder ist es schön? Wenn man dachte, das wäre jetzt die Höhe gewesen, dann dachte man falsch, denn hier geht's weiter. Cardio, Uhu. Hoffe, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Jetzt bin ich hier gleich oben. Vielleicht seht ihr sie schon leuchten, die Wiesenfläche. Und? Hübsch oder hübsch. Und wie immer nach einer Bergetappe, ich nenne es mal so, suchen wir jetzt ein Plätzchen zum Verweilen auf einen Schluck Apfelschorle und ein lecker Zigarello. Wer dachte, diese Erdhügel, hier zwischen den beiden Bäumen beispielsweise, und auch weiter da vorne, sein naturgemacht, der sieht sich getäuscht. Denn hier lagen die Soldaten, hatten sich Kampfstände gegraben. Das gilt für den ganzen Bereich rund um den Waldrand. So, meine Pause habe ich beendet und weil es jetzt im Wald langsam dunkler und weniger romantisch wird, denke ich mir, bleibe ich mal hier auf der Pläne. Das ist der Ringweg auf Gut Pollen, der geht einmal um diese Wiese herum und ihr seht da oben
ein Gebäude. Das ist das Gut Pollen, das ist ein Reiterhof, den es schon irgendwie ewig gibt. Und auf dieser Wiese, ziemlich genau auf der Mitte, gab es dereinst eine Flugzielschießanlage. Das war ein Flugzeugmodell, das an, ich weiß nicht, 100, 120 Meter langen Seilen hing und immer über eine Zwillingssockellafette oder eine MG-Stellung gezogen wurde. Und dort wurde man zum Flugabwehrschießen ausgebildet, meistens am MG. Ja, heute ist das natürlich alles Naturschutzgebiet und auch landwirtschaftliche Fläche. Aber damals waren wir hier alle paar Tage, so dreimal die Woche. Wunderschöne Schatten wirft die Sonne jetzt, die hier hinter dem Hügel gleich untergehen wird, direkt hinter der Kunstfluganlage der Modellflieger. Und mein Weg führt mich noch ein ganzes Stück weiter, dort hinten um den Hügel herum. Auf dem Weg zur letzten Kurve. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war jetzt in diesem Fall nicht einmal ein Drittel des Standortübungsgeländes oder des Wanderbereiches Naturschutzgebietes Gut Pollen. Beim nächsten Mal nehme ich euch gerne mit in den, ich sag mal, Sicherungsbereich des ersten Zuges und sicherlich auch gerne durch das Tal Richtung Kupferdreh. Wikingers Wege, das heißt unterwegs auf Schusters Rappen mit dem Rad, dem Motorrad oder dem Truck. Bis demnächst in diesem Theater. Genießt euren Abend. Ich tue es jedenfalls. Jetzt geht's ab nach Hause, wo schon Gebratenes auf mich lauert. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Gerne demnächst wieder bei Wikingers Wege. Schönen Tag euch.